Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Wir reden mal mit Tarn. Was willst du? Ich gebe mich nicht mit verfluchten Plünderern ab. Warum glaubst du, dass ich ein Plünderer bin? Du siehst nicht aus wie ein verdammter Söldner und stinkst nie wie ein Bauer. Warum solltest du sonst hier sein? Erzähl mir doch was über die Schrottsammler. Die Schrottsammler sind nur ein Haufen verrückter Schatzsucher, die in den Ruinen der Jedi-Enklave nach Dingen buddeln, die sie verhökern können. Die meisten von ihnen scheitern oder sterben. Wenn du mich fragst, gibt es in der Enklave sowieso nichts Wertvolles mehr. Was weißt du denn über die Enklave? Nichts als Gerüchte. Angeblich spuken in den Ruinen die Geister der wütenden Toten. In ruhigen Nächten hört man die Geister jaulen und rumoren. Wer sind sie? Ach, du weißt schon, die Leute in Kunda. Geh doch hin, wenn es dich so interessiert. Der Vorposten von Kunda ist gleich hinter dem Raumhafen. Lass uns über was anderes reden. Dauert das lange? Ich bin ziemlich beschäftigt. Womit denn? Was machen die Söldner hier? Nichts als Ärger, wenn du mich fragst. Hier gibt es so gut wie keine Arbeit für Söldner. Vielleicht sind sie hinter dem Kopfgeld her, das auf diesen Jedi ausgesetzt ist. Hier gibt's einen Jedi? Sicher bin ich mir nicht, aber das sagen sie jedenfalls. Dauert das lang? Womit bist du denn so beschäftigt? Sieht man das nicht? Ich bin Mechaniker. Genau genommen bin ich sogar der einzige Mechaniker hier. Ich warte alle mechanischen und elektrischen Geräte des Außenpostens. Klingt so, als hättest du jede Menge Verantwortung. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, als würde hier gar nichts funktionieren. Aber ich habe keine Zeit, mich darüber zu beschweren. Zu viel zu tun. Oh, du Armer. Ehrlich, von den Droiden über die Sicherheitstüren bis zu den Geschützen. Ich habe alle Hände voll zu tun. Droiden machen Probleme? Alle Droiden in Kunda stammen noch aus dem letzten Krieg. Die meisten sind kaputt und verrostet. Ich konnte nur den alten Protokolldroiden da drüben in Gang bringen. Seitdem begrüßt er unsere Gäste. Die meisten anderen Droiden liegen irgendwo herum. Die sind alle hinüber. Was stimmt eigentlich mit den Sicherheitstüren nicht? Tja, das ist eigentlich nur eine Tür. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich sie reparieren soll. Das Problem ist, dass die seitliche Sicherheitstür nach Kunda während des Krieges beschädigt wurde. Wenn ich versuche, sie zu reparieren, geht die Tür entweder nicht zu oder lässt sich gar nicht mehr öffnen. Und dann bin ich eine Woche beschäftigt, um sie wieder auf- oder zuzumachen. Gut, was ist mit den Geschützen los? Die Geschütze außerhalb des Außenpostens sollen eigentlich Angreifer und wilde Tiere abwehren. Aber die meiste Zeit funktionieren sie nicht. Und manchmal feuern sie auf alles, was sich bewegt. Neulich erst hat eines der Geschütze, das ich gerade repariert hatte, eine Patrouille der Miliz attackiert. Da war vielleicht was los. Keine Toten. Aber sie liegen fast alle auf der Krankenstation. Und ich krieg den verdammten Medizindroiden nicht zum Laufen. Tja, lass uns über was anderes reden. Dauert das lange? Ich glaube, das war's aber, ja. Gehen wir mal. Okay, ja, sieht ja noch zumindest so ähnlich aus wie beim letzten Teil. Ja, ein bisschen was an Wiedererkennungswert ist ja nicht verkehrt. Euch, Miliz. Akaro. Charanana Gundoso, Remina, Kelorakto Guru Katada, Feratora Padano, Ringatel Kamarada, Telefibu Nubu de Pikarana, Chenirada. Was verkauft ihr? Mein Name ist Tredo, Sobro Barakto Drun. Krische Mentru, Grebavano Flangtur, Nasaganinch. Grabawe no Kuse da Bate Bate. Drawinsto Sobututu Nelieb Grimpatato. Drawinsto Busutu Nelieb Grampatala. Teleronda Nana Nintolo Gradatira. Gut, warum seid ihr hier? Terewana Jun Konata del Raguno Antuna. Dai Rinto Runka Rekere Papanala Ranchinka. Terace Wemeno Totorere Senesenten. Relibe Kurundo Somele Grimacon Corre Gimbasa. Rechu Contrada Sumacon Cherenon Grum Grum. Geraktada cemenza benga rurukututu unde chuchuora remananzala. Terewana jun konata delwa raguno antunna. Dai rinto runka warekare papanala ranchinga. Terace wemeno toto rere senesenten. Wer ist denn Zeron? Der rinto runto wakare kue wapgerebu. Ninso telepachan gorsadara nane graer graa delunuta cholorien.
Könnt ihr mir was über Tatooine sagen? Teriwana jung konata delo eraguno tunna. Dai rinto runka urekere papanala ranchinka. Terace a uemenuto to orere senesenten. Relibe kurondoso mele grime con corregium basa. Rechu contrada sumo con cere non grum grum. Geractada cemenza bingaro rugututu unde chuchuora remananzala. Teriwana jung konata delo eraguno tunna. Dai rinto runka urekere papanala ranchinka. Terace a uemenuto to orere senesenten. Der Winter runter Wakere Que Wap Gerebu, Ninso Telepachan Gorsadara Nane, Grail Gra, Delunuta Cholorin. Haben die Söldner jemanden verletzt? Teriwana Jun Konata de la Guna Tuna. Der Winter runter Wakere Papanala Ranchinga. Der Rache, Wemenoto Torere Senesenten. Relibe Kurundosa Mele Grima Con Corregium Bassa. Rechu Contrada Summa Con Cherenun Grum Grum. Gel Rakada Cemenza Bingar Rukututu und der Chuchu Remananza. Oh, machen die Schutzsammler Ärger. Teriwana jung konata delo eraguno tunna. Dai rinto runka urekere papanala ranchinga. Terace a uemenuto to orere senesenten. Der rinto runto wakere que wap gerebu. Ninso telepachan gorsadara nane grail gra delunuta cholorin. Gut, kann ich mir eure Waren ansehen? Teriwana jung konata delo eraguno tunna. Dai rinto runka urekere papanala ranchinga. Terace a uemenuto to orere senesenten. Ja, gucken wir mal. Ich glaube. Noch so ein Chassis. Der hat halt auch nur eine Standardgedöns. Von daher. Ja, ich glaube, das lassen wir mal fürs Erste. Geldsorgen haben wir nicht wirklich, von daher passt das schon, würde ich sagen. Tut mir leid, diese Tür ist gesperrt. Das ist schade. Na gut, was mit dir? Was wollt ihr denn jetzt? Was haltet ihr von der Administration? Ja, Administratorin. Sie war die Landwirtschaftsadministratorin. Achso, das kennen wir schon. Mal hier rein. Yay. Ich glaube, im ersten Teil kommt man hier gar nicht rein. Das war dann irgendwie nur die anderen Häuser später von denen. Glaubst du wirklich, dass hier nochmal ein Jedi herkommt? Nach allem, was sie uns angetan haben? Das würden sie nicht wagen. Doch, das würden sie. Du weißt doch, wie sie waren. Immer so überlegen und so arrogant. Und wenn man sie mal gebraucht hat, waren sie nicht da. Ich glaub's trotzdem nicht. Das solltest du aber. Ein Freund meines Vetters ist Gärtner in der Enklave. Er schwört, dass er in Kunda ein Jedi gesehen hat, der sich dort versteckt. Hoffentlich hast du recht. Es soll ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt sein und das Geld könnten wir gut gebrauchen. Wenn uns niemand zuvorkommt. Kopfgeld. Das klingt doch mal gut. Diese Schrottsammler kommen her und belästigen die Miliz. Und dieser Garovic ist der Schlimmste. Wenn es die Jedi nicht gäbe, wäre das hier eine blühende Gemeinde. Sie haben uns nichts als Ärger gemacht. Willkommen in Kunda. Ihr wollt mit Wrackteilen handeln? Nur Administratorin Adare kann euch Zugang zu den Ruinen gewähren. Solltet ihr Hilfe brauchen, fragt einfach. Wisst ihr, wer Gavarik ist? Garovic ist Händler, der Schlimmste der ganzen Bande. Versucht ihm aus dem Weg zu gehen. Es ist gefährlich, sich mit ihm anzulegen. Wo ist die Administratorin? Ihr Büro ist direkt hinter diesem Raum. Ihr könnt es gar nicht verfehlen. Sie kann euch jetzt gleich empfangen, wenn ihr wollt. Warum hält mich jeder für einen Schrottsammler? Seid ihr das nicht? Die einzigen schwer bewaffneten Besucher, die wir empfangen, sind Schrottsammler oder Söldner. Und für einen Söldner seht ihr nicht zäh genug aus. Was gibt's denn so in Kunda? Am meisten wird euch wohl unser Waffenhändler Unzeron interessieren, der Führer unserer Miliz. Akere treibt sich hier auch irgendwo rum. Er verkauft Druidenbauteile. Wo finde ich das Waffengeschäft? Geht einfach den Hauptgang entlang und haltet euch dann rechts. Sein Laden ist der erste auf der rechten Seite. Warum sollte ich Zeron aufsuchen? Wenn ihr Schwierigkeiten haben solltet, ist er der richtige Ansprechpartner. Leider hat er seit einiger Zeit Probleme mit den Schrottsammlern und den Söldnern und ist ziemlich beschäftigt. Was denn für Probleme? Die Söldner belästigen einige Siedler in den entlegenen Gebieten. Sie machen ständig Ärger. Außerdem sollen die Schrottsammler auch untereinander Probleme haben, sagt man. Könnt ihr etwas mehr ins Detail gehen?
Nein, wenn euch das wirklich interessiert, redet mit Zeron. Wo ist Zeron? Ihr findet ihn im Hauptquartier der Miliz. Biegt einfach aus dem Hauptgang nach rechts ab. Das Hauptquartier findet ihr in einem der hinteren Räume. Was genau ist Kunda? Wir hoffen, dass es zum neuen Regierungszentrum für die Siedler wird. Die Administratorin versucht uns nach dem Ende des Jedi-Bürgerkriegs neu zu organisieren. Das Gebäude nicht etwas klein für einen Regierungssitz? Wir sind eine kleine Gruppe von Siedlern am Rande der Republik. Das Gebäude ist vielleicht nicht sehr groß, aber es ist ein Anfang. Gut, ich muss gehen. Ich denke, das wär's dann mal fürs Erste. Ah. Ihr seht nicht aus wie ein unglücklicher Siedler. Seid ihr der Neuankömmling aus dem kaputten Schiff? Hier erwartet euch kein freundlicher Empfang. Nur meinem Schiff geht es bestens. Ihr tut, als hätte ich eure Frau beleidigt. Ich habe euer Schiff nicht gesehen, aber wenn es euch gleicht, ist es in schlechtem Zustand. Ihr habt mich lange genug belästigt. Na, wenn du denn meinst. Hier noch was Interessantes? Ah. Wartet ihr auch auf die Administratorin? Da müsst ihr nicht lange warten. Aber wenn ihr Ergebnisse wollt, darauf könnt ihr ewig warten. Warum nicht? Kunda ist wie ein Droide ohne Energiezelle. Nutzlos. Wir haben überall Probleme und außer einem aufmunternden Schulterklopfen ist von der Administratorin nichts zu erwarten. Ich hab die Entschuldigungen und leeren Worte satt. Ich brauche jetzt Gerechtigkeit. Ich war im Krieg und ich kann mit meinem Blaster umgehen. Wenn Zeron oder die Administratorin nicht bald was unternehmen, mache ich es eben selbst. Was genau ist euer Problem? Die Schrottsammler sind das Problem. Sie plündern die Ruinen und ganz Dantooine. Und dann verkaufen sie uns alles zu Wucherpreisen. Ich bin kein Freund von Gewalt, ich habe im Krieg genug davon gesehen. Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich meinen Blaster als Andenken für meine Enkel an die Wand hängen kann. Aber ohne meine Ausrüstung bin ich erledigt. Die Schrottsammler haben eure Ausrüstung gestohlen. Ja und nein. Ich habe meinen Feuchtigkeitsvaporator zur Wartung nach Kunda gebracht. Auf dem Rückweg zur Farm wollte ich bei den Ruinen der Enklave eine Abkürzung nehmen. Diese verdammten Laygrex kamen aus dem Nichts. Ich bin um mein Leben gerannt. Als ich meine Sachen wieder einsammeln wollte, hatten die Schrottsammler schon alles mitgenommen. Sind Sie sicher, oder bist du sicher, dass das ein Schrottsammler war? Meine Farm liegt ziemlich dicht an den Ruinen. Es muss also jemand aus der Nähe sein. Und die Söldner würden sich das Zeug am helllichten Tag holen. Die Schrottsammler sind meine nächsten Nachbarn, also müssen sie es sein. Habt ihr schon mal einen von denen getroffen? Die schrecken doch vor nichts zurück. Neulich musste ich auf einen von ihnen schießen. Es muss wohl erst jemand sterben. Und Dantooine hat auch so schon genug Probleme. Was haben sie denn gestohlen? Jede Menge landwirtschaftliche Geräte. Das Zeug ist nicht mal wertvoll, aber verdammt wichtig für die Feuchtigkeitsvaporatoren und die Hydroprozessoren. Der Dieb muss wirklich dringend Geld brauchen. Kann ich euch denn irgendwie helfen? Oder warum hilft die Administratorin nicht? Es ist nicht einfach, mit Wompratten fertig zu werden, wenn man einen Gandag am Hals hat. Sie wird sich bestimmt irgendwann darum kümmern, aber bis dahin ist es sicher zu spät. Mir ist klar, dass die Mühlen der Justiz langsam mahlen. Aber hier geht es um meine Pflanzen. Die Bergungsgesetze von Dantooine sind chaotisch. Und wenn ihr mich fragt, bevorzugen sie die Schrottsammler. Na gut, dann gehe ich mal jetzt. Ich glaube, allzu viel hast du ja sonst nicht mehr zu erzählen. Mal schauen. Was führt euch nach Kunda? Wollt ihr Ärger melden? Ich bin hier, um zu helfen. Ich hoffe, ihr seid nicht wegen Garavik hier. Ich könnte auch ein bisschen Ärger machen. Verstehe. Tja, es kann ja nicht schaden, die Regeln zu erklären. Kunda und das Lager der Schrottsammler stehen unter dem Schutz der Miliz. Eine Rauferei unter Freunden ist in Ordnung. Aber sobald jemand seinen Blaster zieht, gibt's Ärger. Wenn ihr irgendeinen Jedi-Schnickschnack kauft und nicht zufrieden seid, ist das euer Problem. Ich würde mich vom Lager der Söldner fernhalten. Wir hatten Schwierigkeiten mit ihnen.
Seitdem meiden wir das Lager. Aber wenn ihr unbedingt hinwollt, bitte, befolgt die Regeln, dann gibt's keine Probleme. Ach, und Pato Ado ist kein Betrüger. Beschwert euch also nicht über den Itorianer. Ich habe keine Probleme, um die Miliz sich kümmern müsste. Habt ihr nicht? Na, das ist doch was. Ich bin hier der zweite Kommandant und es kommt ständig zu Zwischenfällen. Wir werden immer weniger. Wenn ihr Ärger habt, seid ihr bei mir an der falschen Adresse. Redet mit Ceron. Er hält die Zügel hier fest in der Hand. Ist es gut, dass er die Zügel fest in der Hand hat? Ja, das ist nicht wirklich ein Geheimnis. Viele Leute sind sauer auf Ceron. Er ist ein harter Mann und steht niemandem außer der Administratorin Rede und Antwort. Er erwartet von jedem, dass er seinen Gesetzen folgt. Das muss ja nichts Schlechtes sein, aber Söldner wollen im Allgemeinen etwas mehr Freiheit. Es ist, als würde Ceron mit einem Betäubungsstab auf einen Rancor losgehen. Anfangs ist das für den Rancor nur lästig, aber irgendwann schlägt er zurück. Die Söldner sind nicht unvernünftig. Das sind größtenteils Kriegsveteranen, die Arbeit suchen. Aber Ceron nervt sie. Er muss sich einmischen, damit die Miliz macht, was er will. Sonst würden wir den Söldnern möglicherweise zu viel Spielraum geben. Hat die Administratorin schon mit ihm drüber gesprochen? Schwer zu sagen. Sie treffen sich oft, aber meistens lassen sie einander in Ruhe. Glaube ich wenigstens. Sicher passieren innerhalb der Miliz Dinge, von denen die Administratorin nichts ahnt. Das ist nicht leicht. Ceron könnte die ganze Sache persönlich nehmen. Das ist allerdings nur eine Vermutung. Ich glaube, er provoziert sie nicht nur, indem er jeder Beschwerde gegen sie nachgeht. Er hat irgendwas vor. Wenn ihm jemand ein paar Fragen stellen würde, wer weiß. Vielleicht wüssten wir dann, ob Ceron ehrlich zu uns ist. Und falls nicht, dann sollte man ihn vielleicht ersetzen. Gibt es denn dann auch eine Belohnung? Auf jeden Fall. Die Miliz belohnt jeden, der ihr auf Dantooine hilft. Und wenn er etwas sehr Riskantes tut, lasst es mich wissen, wenn ihr was rausfindet. Und falls die Sucherei etwas aufwendiger sein sollte, werdet ihr entschädigt. Wir sollten über etwas anderes reden. Ich hintergehe den Captain nur ungern. Ich habe einfach kein gutes Gefühl dabei. Tja, anscheinend hat Dantooine viele Probleme. Ich will gar nicht ins Detail gehen. Das müsst ihr schon selbst rausfinden. Sonst werden meine Kopfschmerzen nur wieder schlimmer. Ich weiß nicht, was wir ohne Administratorin Adare täten. Sie hat viele Familienstreitigkeiten beigelegt, als die Sith weg waren. Sie hält uns zusammen. Oh, und Ceron auch, schätze ich. Tja, das klingt aber so, als würde ihr Ceron nicht zustimmen. Ja, das ist nicht wirklich ein Geheimnis. Viele Leute sind sauer auf Ceron. Er ist ein harter Mann und steht niemandem außer der Administratorin Rede und Antwort. Er erwartet von jedem, dass er seinen Gesetzen folgt. Das muss ja nichts Schlechtes sein, aber Söldner wollen im Allgemeinen etwas mehr Freiheit. Es ist, als würde Ceron mit einem Betäubungsstab auf... Die Söldner sind nicht unvernünftig. Er muss sich einmischen. Okay. Nein, vielleicht sollten wir über... Ich habe noch einige Fragen über die Leute hier in der Siedlung. Ich werde euch alles erzählen, was ich weiß. Die meisten Neuigkeiten laufen über Ceron oder mich. Ich kann euch vielleicht helfen. Ich habe gehört, es soll ja einen Jedi geben. Das Gerücht habe ich auch gehört. Die Leute hier mögen keine Jedi. Sie erinnern sich nur an Dinge, an die sie sich erinnern wollen. Während des Krieges waren die Jedi hier eine große Hilfe. Sie haben sich um gefährliche Bestien gekümmert und sogar in einem Mordfall ermittelt. Ich würde mich aus der Sache raushalten. Die Leute mögen es nicht, wenn man sich für einen Jedi stark macht. Die Jedi sind eine Pest und ihre Zeit ist vorüber. Das habe ich alles schon mal gehört. Ich stimme euch nicht zu, aber es gibt sicher genug Leute, die es tun. Es ist so deprimierend, über Jedi zu reden. Gibt es denn kein anderes Thema, über das wir reden können? Ich möchte zu den Ruinen der Jedi-Enklave. Dann solltet ihr mit Administratorin Adare reden. Sie kann sicher was arrangieren. Ihr seid kein typischer Schrottsammler. Ihr dürftet also keine Probleme haben. Nun gut, ich gehe dann jetzt mal. Okay. Haltet euch ab jetzt von Ärger fern. Alles klar. Gut. Mal gucken, ob wir dann hier noch ein bisschen den Captain hintergehen können. Etc. pp.
Aber ich denke, das soll es mal fürs Erste gewesen sein. In der nächsten Folge schauen wir uns hier weiter um. Mal gucken, ob wir mit der Administratorin reden können. Und was das alles noch wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß soweit. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.